Hallo, mein Name ist Patrick Lange, ich bin zweifacher Ironman-Weltmeister und heute war ich gemeinsam mit meiner Frau Julia und meinem Kumpel Fabi auf dem Fuschelsee Stand-Up-Paddleboarden. Danach sind wir in die Salzburger Stadt gefahren und haben uns dort an der Kletterwand ausgetobt. Wie so ein Tag aussieht, seht ihr jetzt im Film. Er ist sehr empathisch. Also das ist was mir bei unserer ersten Begegnung auch sofort aufgefallen ist. Er kann sich sehr gut auf andere Menschen einlassen und ihre Beweggründe verstehen. Und das ist wirklich etwas, was man so auf die Art und Weise nicht unbedingt bei allen Menschen findet. Ich finde seine menschliche Seite. Ich finde die Menschlichkeit, die er als Sportler mit reinbringt, dass er dazu imstande ist, die Leistungen zu bringen, die er bringt, ohne dadurch zu einer, sage ich jetzt mal, Maschine zu werden. Er schafft es, mich als Partnerin und seine Familie und Freunde quasi nicht links liegen zu lassen und kann gleichzeitig seinen Lebenstraum verwirklichen. Und das ist eine unfassbare Fähigkeit meiner Meinung nach, eine unglaubliche Stärke. Wir sind total oft einfach froh, wenn wir mit Freunden mal abends irgendwie essen gehen können. Oder wenn wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und mal einfach entspannen können und wirklich nichts zu tun haben. Also ich kann dir da nichts Aufregendes sagen. Wir haben kein abgefahrenes Hobby, wir haben keine krasse Tätigkeit, der wir da nachgehen. Wir sind dann einfach gerne mal zu Hause und lassen die Seele baumeln. Wir haben uns kennengelernt auf einer Ausfahrt vor 1,5 Jahren ungefähr. Sind da das erste Mal gemeinsam gefahren. Das war so ein Charity Ride. Und da haben wir das erste Mal gequatscht. Julia, seine Ehefrau, war auch dabei. So ist es ein bisschen ins Laufen gekommen zwischen uns, genau. Haben dann den Kontakt gehalten und haben regelmäßig was gemacht. Und dadurch, dass er jetzt da in Salzburg ist und sie irgendwie so eine Freundesklicke gebildet hat mit anderen Leuten, halten wir da eigentlich ziemlich gut den Kontakt und so haben wir uns kennengelernt. Sportlich gesehen, in seiner wahnsinnigen Bereitschaft, alles dafür zu geben, ein Ziel zu verfolgen und das Ziel zu erreichen. Also mehr die mentale Stärke von Patrick ist halt sehr, sehr überragend, dass man halt sagt, man macht das tagtäglich, man verfolgt das Ziel, was immer das auch ist. Und das hat mich sehr, sehr überrascht und sehr, sehr beeindruckt. Also nicht nur die Ausdauer, Leistungsfähigkeit oder das Körperliche, sondern auch das Mental-Geistige, dass er da sehr, sehr gut aufgestellt ist. Ja, genau. Ich habe tatsächlich viele schöne Tage in meinem Leben bis jetzt erleben dürfen. Sportlich gesehen war es mit Sicherheit Hawaii 2016, wo einfach irgendwie ja auch nicht alles rund lief, aber das Gefühl, mit dem der Tag geendet hat, war so unbeschreiblich glückserfüllend und selig und alles. Alle möglichen Gefühle, dass ich glaube, dass mit Sicherheit einer der glücklichsten Tage in meinem Leben war bis jetzt. Von daher, der wäre ganz oben auf der Liste. Sportlich? Privat? Blöde Frage, oder? Ja, privat ist natürlich Hochzeit, ganz klar. Wer wärst du, wenn du kein Sportler wärst? Gut, dann wäre ich wahrscheinlich Patrick Lange, der Physiotherapeut ist und
Ein Leben ohne Sport ist eigentlich für mich nicht vorstellbar. Also selbst wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, ich meine, ich kann mich noch an den Moment erinnern, wo ich zum ersten Mal ohne Stützräder gefahren bin. Da war ich 2 Jahre alt. Das ist eine meiner ersten Kindheitserinnerungen, wie das Gras sozusagen unter meinen Füßen wegfliegt. Und das ist immer noch da und es ist einfach immer noch irgendwie, ich weiß noch, was das mit mir gemacht hat. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Ich weiß ganz genau, das war ein rot-gelbes Pucki-Fahrrad und mein Vater schiebt mich an und dann trampel ich und es ist einfach geil. Deswegen für mich ist ein Leben ohne Sport, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ja. Also du könntest dir auch nicht vorstellen, für irgendetwas anderes so zu brennen, dass du sagst, ja, wenn ich den Zugang zum Sport nicht gefunden hätte in diesem Maße, ich könnte mir vorstellen, für Kunst, Malerei, Musik, keine Ahnung, was zu brennen. Gäbe es da etwas? Nee, tatsächlich. Also alles, wofür ich brenne, hat schon irgendwie im gewissen Maße einen sportlichen Bezug, glaube ich, tatsächlich. Ja. Also wenn ich jetzt, ich bin Go-Kart gefahren, das ist halt ein ganz anderer Sport, aber ist natürlich auch ein Rennsport. Ja. Und da auch, also ja, nein, tatsächlich kann ich mir nichts anderes, ich habe auch viele Sachen ausprobiert. Ich wollte jetzt reiten, aber ist ja auch ein Sport, ja. Aber tatsächlich, wenn ich so darüber nachdenke, Theater habe ich nie gespielt, hat mich auch nie interessiert wirklich. Musisch bin ich überhaupt nicht. Ich kann vielleicht einen Takt halten, wenn überhaupt, 5-mal. Wobei ich immer gerne Gitarre spielen lernen wollte, tatsächlich. Aber es bis jetzt noch nicht geschafft habe. Vielleicht nehme ich mir das irgendwann mal vor. Aber das war auch eher so ein jugendlicher Gedanke, vielleicht, dass man da mit Mädels rumkriegen kann oder so, wenn man Gitarre spielt oder so, keine Ahnung. Nee, also es ist eigentlich ist es tatsächlich unvorstellbar. Ja, trotzdem nochmal ein. Über welche Fähigkeit würdest du gern verfügen? Also egal was, würdest du gern. Ja, Musik hatten wir eben schon, aber Finanzen beherrschen oder vielleicht doch eher Quantenphysik. Also gäbe es etwas, wenn du aus dem großen Universum etwas picken könntest, über das du auf einmal jetzt so verfügen kannst? Ja, also ich denke schon, Naturwissenschaften, gerade jetzt, wo wir auch mit Aerodynamik so viel in Kontakt gekommen sind und da die Physik dahinter und die Zusammenhänge, wie das eine auf das andere einwirkt und die technische Seite dahinter ist schon extrem interessant und das, was ich da jetzt auch in den letzten paar Jahren gelernt habe, durch die Zusammenarbeit mit Jean-Paul, hat mich schon immer wieder begeistert, auch muss ich sagen. Und vielleicht wäre es da tatsächlich irgendwie sowas, wie man eine Rakete ins Weltall schießen kann. Das ist schon sowas in diese Richtung. Das Gefühl vor dem Wettkampf kennt, glaube ich, jeder, dass man sich auch mal denkt, boah, eigentlich, ich fühle mich vielleicht nicht fit oder ich habe jetzt gerade nicht so richtig Lust auf den Wettkampf. Das war sicherlich letztes Jahr auch, warum auch immer, 1-2 Mal da. Vor allen Dingen Anfang der Saison. Und jetzt denke ich mir halt wirklich so, ich habe so Bock wieder auf Wettkämpfe. Und dadurch, dass die Wettkämpfe jetzt alle abgesagt wurden, habe ich erst richtig gemerkt, wie sehr ich denn dafür brenne und wie sehr ich hoffe, dass das jetzt bald auch wieder weitergeht. Ja, also ich würde den Zeitrahmen, wo sehe ich mich in 10 Jahren, denke ich, werde ich meine Karriere an den Nagel gehangen haben. Und dann sehe ich mich tatsächlich hier im schönen Salzburg und habe hoffentlich 1-2 Kinder und einen Hund. Also ich vermisse wirklich, eigentlich, wenn ich was in meinem Leben am meisten vermisse, dann ist es ein Hund, um mich zu haben. Ja, ich bin mit Tieren groß geworden und also das ist für mich eigentlich, ist es natürlich durch vielen Reisen, es geht nicht anders, das ist mir, leuchtet mir total ein. Aber eigentlich ist ein Leben ohne Hund für mich nicht vorstellbar. Deswegen unbedingt Hund. Hund und Kinder. Die Kommentare, die man teilweise bekommt. Man bekommt ja tatsächlich einfach nur die negativen Kommentare, die hängen
bleiben, sind ja eigentlich das Schlimme sozusagen. Und eigentlich schade, dass die Menschen, die einen cool finden, eben nicht drunter schreiben, hey, hast du gut gemacht, so, sondern meistens ja das Negative ist, was kommt. Und das ist natürlich ein Fluch und ich versuche deswegen so wenig wie möglich Kommentare zu lesen, auch wenn das natürlich überwiegend positiv ist, aber das Negative nehme ich mir dann doch schon etwas zu sehr zu Herzen und deswegen gilt es da, die richtige Balance zu finden. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Ich bin da happy, dass ich im Social-Media-Bereich Unterstützung erfahre, eben durch die Julia. Und ich da schon Sachen mache, aber mich mit negativen Kommentaren tatsächlich eher weniger befassen muss. Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Und zwar, du warst heute auf dem Sub unterwegs, klettern. Sind das die Momente, wo du abschaltest und wo du vielleicht negative Kommentare, schlechte Trainingsergebnisse auch einfach mal links liegen lassen kannst? Ist das der Moment, voll, wo du in dir ruhst und auch Kraft tankst? Ja, voll. Doch, doch. Ich habe generell wenig Probleme damit, diese Negativität abzustreifen. Also da bin ich schon relativ... Also es fällt mir schwerer, damit umzugehen, wenn ich jetzt am Rechner sitze und mir die Kommentare durchlese, dann beschäftigt mich das viel mehr, als wenn ich jetzt rausgehe und Fahrrad fahre, dann ist es in 5 Minuten vergessen. Und klar, beim Klettern oder beim SUP, vor allen Dingen, wenn dann noch der ein oder andere Freund dabei ist, vergisst man das eigentlich sofort und wird wieder zurückgeholt in die reale Welt. Weil am Ende des Tages ist Social Media eine virtuelle Welt und die ist einfach nicht echt. So, und von daher immer wieder gut, wieder zurückzukommen auf die Erde sozusagen, auf die reelle Welt. Und deswegen genieße ich das dann auch sehr.